Was gibt's? Habe ich da nicht etwas von einer Kombüse dort gehört? Du wirst ja immer nur hoch. Spannende Gerichte. Oder auch nicht. Du kriegst auch Essen. So, alle versorgt. Vielleicht können wir in Hammingburg ein bisschen Glas kaufen. Ich glaube, das gab es eher im Norden. Das war jetzt eigentlich unsere Mission in Hammingburg. Finde jemanden mit schwarzer Kleidung in Hammingburg. Okay. Mit schwarzer Kleidung gefunden. Was? Du hast mich geweckt. Ich habe mir nur schnell einen Verjüngungsschlaf gegönnt. Ja, ich heiße Anthony. Und ich bin in der Tat ein äußerst erfolgreicher Architekt, mit, wenn ich das anfühlen kann, makellosem Stil für den Schmack. Was kann ich für dich tun? Waverly? Ich hatte im Laufe der Jahre so viele Auftraggeber. Wie soll ich mich dann daran alle erinnern? Wobei, ich hatte auch so viele Tricks. Und ich kann mich an jeden einzelnen erinnern. Manche habe ich genossen, andere verabscheut. Celavi. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Und ich fand es schon immer gut, um eine Unterhaltung zu beenden. Oh, du bist ja immer noch hier. Normalerweise ist danach immer Schluss. Als weltberühmter Architekt hatte ich natürlich ein unglaubliches Leben. Wenn ich da versuchen würde, mich an jeden einzelnen Auftraggeber zu erinnern, würde ich wahnsinnig werden. Es geht mehr um die Erfahrung und weniger um die Leute, die Reise und so weiter. Was? So langsam gehst du mir auf die Nerven. Deine Anwesenheit allein und dann noch dieser grässliche Hut. Der Renaissance hat angerufen und möchte den Hut zurückhaben. Und du bist immer noch hier. Wenn du nicht verschwindest, wird es wohl Zeit für einen harmlosen Streich. Weißt du was? Ich erinnere mich tatsächlich an Beverly. Sogar ganz ohne Nachnamen. Oder irgendwelche anderen hilfreichen Details. Bravo. Du hast mein Gedächtnis so richtig auf die Sprünge geholfen. Dafür hast du offensichtlich Talent. Ich kann mir ihr Haus vorstellen. Ich meine Geist. Schnell, schreib dir das auf. Es war ein heimlich hohes Haus, äußerst schmal, mit einer riesigen Uhr. Die war laut genug, um die ganze Nachbarschaft zu wecken. Außerdem plötzlich erinnere ich mich wieder an alles. Im Haus war Heu. Sie wollte, dass ihr Haus wie eine Scheune anfühlt. Weil Menschen, Tiere und so weiter. Es war ein höchst einzigartiges Projekt. Nun denn. Mehr erinnere ich mich nicht. Verstand ist ein merkwürdiger Bettgenosse. Gut, ich will jetzt die Augen schließen und ein kleines Nickerchen gönnen. Schnarch. Ratzel. So, müssen wir jetzt lang? Ist doch wieder der Kohlknopf oder was? Wer sonst? Bilderrahmen, Hühnchen. Okay, bis nach Amberton Park. Das Bauernhaus müssen wir auch bauen. Okay. Wir geben uns mit dir zurück. Also hier ist die Seele, die wir abholen müssen.
und dann nach Amazon Park. Stein auf neu, haben wir hoffentlich YouTube Loads. Ahornbretter. Davon haben wir genügend. Und dass man das Richtige ist. Wollen wir direkt neben dem. Laut genug, um die Nachbarschaft zu wecken, ist genau neben dem Stein. Ding genau das Richtige. Das Schiff wächst in die Höhe. Da brauchen wir noch Eschenbretter. Wo bekommen wir Eschenbretter her? Ja. Wahrscheinlich dort im Süden. Im Steingebiet. Glaskuh und Eschenbretter. Können wir bisher noch nicht viel draus machen. Oha. Wir braten es hier nicht. Was, rate mal, was in der Kombüse drin ist. Was da gerade brutzelt. Hoffentlich gebraten das Hühnchen. Kometensteine. Okay. Und das mal das Richtige ist. Pulver. Aha. Wir sind auf dem Weg. Vielleicht gibt es dort auch Perlen zu kaufen. Weit nach oben. Oha, Eisen und Zinkbarren. Herzlichen Dank. Eine Umarmung für Atul. Das muss immer sein. Etwas gefunden, das dir vielleicht gefallen könnte. Der mal mit seinen Kunstwerken. Da brechen wir durch den Stein. Wenn die nächste keine Eule ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, das ist ein Kuckuck. Eule oder ein Kuckuck. Das ist dort in dem Turm.
Eule passt eher weniger. Eine Kuckucksuhr. Das ist bestimmt ein Kuckuck. Zum Kuckuck. Da haben wir nicht ab, wenn du mit mir reden willst. Oh, auf der Zielgeraden. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen noch zwei Glas. Sie brauchen mal Eschen. Glas und Eschen. Nein, gerade nicht. So schön das auch ist. Weiter geht's. Oha. Bin ich gespannt. Na komm. Gebratenes Hähnchen. Hühnchen. Atul, ich hab was für dich. Atul, wo steckst du? Etwas Tolles für dich. Das erinnert mich an meinen Vater. Er hat so gerne gekocht. In der Küche war ein tolles Genie. Alle seine Gerichte waren immer perfekt. Aber bei der Zubereitung war er wütend. Beim Kochen ließ er sich von nichts ablenken. Man hatte den Eindruck, er wolle die Küche irgendwie bezwingen. Es war ein Kampf um Leben und Tod. Er gewann immer. Er kochte stundenlang, um eine Mahlzeit zu perfektionieren. Es dauerte Ewigkeiten. Ich war ja nur ein Kind, und wenn das Essen fertig war, war es mir Schnuppe, was da vor mir stand. So kenne ich den Atul. Von mir aus hätte es auch Frühstückslocken sein können. Ja. Damals hasste ich es, beim Kochen zuzusehen, stundenlang warten zu müssen, auf ein Gericht, das mir nichts bedeutete. Aber immer wenn ich das hier esse, kommt es mir nicht mehr so schlimm vor. Also, danke, Kamling. Das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Das Arthur ist aufklammert, oder? Eigentlich will ich das nicht. Der ist sein Haus komplett aufgewertet. Der verlässt uns gerade als nächstes. Hier war die drin. Du hast was gemacht. Wie wundervoll. Ich bin total gespannt darauf, wie du mein altes Haus nachgebaut hast. Es wird nicht voller Erinnerungen sein, aber wir werden einfach ein paar neue erschaffen. Oh, Zuckerschote, du hast dich wirklich ins Zeug gelegt. Und was noch wichtiger ist, wie war es? Wie war ein Anthony? Hatte er immer noch dieses Flair? Dieses gewisse Etwas? Oh, weißt du was? Sag es mir nicht. Ich möchte ihn mir lieber selbst ansehen. Deine Beschreibung würde ihm nicht gerecht werden. Lass du dich noch an meine alte Freundin Carol, die mit den vier Kindern?
die den Autounfall hatte, Carol, sie hat immer von ihren Flammen erzählt. Redete einem das Ohr ab mit ihren griechischen Göttern. Und letztendlich sahen sie alle aus wie Sellerie und hatte eine schreckliche Haltung. Keiner war auch nur annähernd erwähnenswert. Carol hatte einfach den falschen Geschmack, wenn es um Männer ging. Ihr Ehemann war auch nicht so toll, wie sie überhaupt überall herum erzählte. Aber genug von Carol und ihren miesen Entscheidungen. Wir sollten einfach nur besuchen. Wenn dich mitbringen als Anstandsdame bei diesem kleinen Ausflug. Ich wusste unten drin. Dann komm mal an Bord. Wir fahren zwar erstmal woanders hin, aber. Passt schon, wir werden auch nach Hammingberg wieder zu kommen. Zuckerschote, geh nicht zu nah ran. Na, was wird's? Hier unten. Wow, das war spektakulär. So lebendig habe ich mich noch seit Jahren nicht gefühlt. Bevor wir uns auf ein kleines Abenteuer begeben, sollte ich mir dieses Haus ansehen. Er ist so winzig. Und daneben stand der große Stier oder was das war. Eule oder was ist das für ein kleines Knäuel? Nichts übersehen. Sieht fast nach Eule aus. Was soll das sein? Das ist nicht mein altes Haus. Das ist eine Bruchbude. Hast du jemals ein Haus gesehen? Das sieht aus wie eine Kinderzeichnung von einem Haus. Als ob ein Hund es zusammengeschustert hätte. Das ist ein Witz sein, Stella. Weiß ja, ist nicht lustig. Es kränkt mich, dass du mich in diesem Ding unterbringen möchtest. Dass du das für mein Zuhause hältst. Das meiner Kinder und meines Mannes. Wir hatten ein gemütliches kleines Bauernhaus. Natürlich war das lange bevor ich in die Stadt gezogen bin und wir uns kennengelernt haben, aber es ist ja nur eine riesige Uhr voller Heu. Ich weiß, dass du dich sehr angestrengt hast, aber das ist nicht das richtige Haus. Ich kann nicht daran wohnen. Ich kann nicht weiter mit dir reisen, vor allem nicht mit diesem Haus. Außerdem kann ich es einfach nicht glauben, dass Anthony dir diese falsche Idee gegeben hat. Du musst zurück nach Oxbury. Gehen wir. Na, wundervoll. Wir können doch noch schnell das richtige Haus bauen. Und jetzt weißt du, dass Anthony... Na toll. Können wir irgendwie davon abhalten? Steht ein großer Stier davor. Na dann, wie es denn sein muss. Ich hoffe, du hast vor, es wieder gut zu machen. Mein altes Zuhause hat mir viel bedeutet. Und alle weiteren Unklarheiten von vornherein herauszuschließen, so sollte es aussehen. Wir hatten einen Bauernhof und jeden von ungerührter Natur. Überall liefen Hunde und Ziegen herum. Es war ein idyllisches kleines Bauernhaus. Nicht heruntergekommen, es hatte Charakter. Es war groß genug für die ganze Familie.
Ist das besser? Jetzt sollte alles glasklar sein. Ich hoffe, dass diesmal alles stimmen wird. Einmal Kopf hoch zu Geschoter. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Du weißt doch, dass ich dich herumkommandieren darf, weil ich schon so alt bin. Wir fahren jetzt mal gleich zurück nach Armengebirg, den geben. Der kriegt was zu hören. Seidenstoff und durchsichtige Glasplatte, wo sich ein durchsichtige Glasplatte herkriegen. Das dauert also noch ein bisschen, aber das hatte ich schon gedacht. Ist hier vielleicht ein Händler? Glas gibt's hier nicht. Wir haben doch hier Glas gekauft, oder nicht? Ich geh mal grad noch gucken. Wo haben wir Glas gekauft? Das ist großartig, du hast es wirklich durchgezogen. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Mir saßen ein paar blöde Sälen im Nacken. Nur wegen Zitronen. Der Wahnsinn, oder? Wir sind ganz verrückt nach diesen verflixten Zitronen. Wie dem auch sei, gute Arbeit. Danke für die Zitronen. Und hier ist eine Kleinigkeit. Den Bemühungen. Auf die Minimum da. Eine Sidequest. Na dann fahren wir erstmal. Amberton Park. Alles führt nach Amberton Park. Ich muss doch mal gucken, wo haben wir Glasperlen her. Ich glaube, das war hier im Norden. Hier gab es Glas. Fahren wir gleich mal als nächstes hin. Meteorschauer. Wie fandest du den letztes Mal? Bereit für mehr? Was hältst du davon? Auf geht's. Beginnen wir das gleich mit einem Feuerwerk. Ich hoffe, wir können diese Hütte irgendwie abreißen. Bis dahin. Bis du an Bord gekommen bist. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendeine Hütte abzureißen. Vielleicht lernen wir es jetzt. In dem Zuge. Kometen sammeln. So viele bunte Regenbogenfarben.
behalten wir es jetzt für den nächsten. Falls mal irgendjemand doch dort reinziehen will. Keine Ahnung, ob man das irgendwie kann, ob man nur Häuser abreißen kann. Den auch ernten. Pflanzen. Du brauchst was zu essen. Also brauche ich zu essen. Ich hätte mich nur gefreut. Was anspruchsvolles für dich? Und der nimmt auch alles. Oder die. Mhm. Und gleich sind wir da. Kriegst du was? Wie wär's denn hiermit? Amberton Park entdeckt. Was gibt's? Bau es einfach und stell sicher, dass du genug Materialien hast. Ja, ja. Eschenbörse. Ja, nach wie vor. Das können wir nach wie vor nicht machen. Keine Ahnung, wo ich Seide herbekomme. Ein paar Eschenbritte brauchen wir noch. Erstmal Esche und Ei und ein Glas. Sehen wir uns um. Hoffentlich sind diese Rosen noch hier. Ich muss dich aber warnen. Manche Leute werden dich vielleicht schräg ansehen. Keine Angst, ich werde für dich da sein. Oha. Also gut, wir sollten gleich dort drüben im Park sein. Sie wachsen in der Ecke. Die kann man nicht übersehen. So wunderschön sind sie, Bambina. Der Gärtner hier kümmert sich sehr gut um die Blumen. Das ist gut für uns. Was? Was meinst du damit? Wir sollten das nicht tun. Vandalismus? Was meinst du denn mit Vandalismus, Bambina? Wovon redest du? Rosen existieren, um gefüllt zu werden, damit sie betrügenden Prinzessinnen überreicht werden können. Findest du denn nicht, dass sie das verdient hat? Na, gut, Schluss mit dem Unsinn. Geh einfach rüber in den Park und pflück die Rosen. Wir brauchen doch nur genug für einen romantischen Strauß. Und du kannst sie auch ganz vorsichtig pflücken. Also gut, geh jetzt. Los. Randale. Yippie. Ich liebe diesen Park wirklich. Ich bin jeden Tag hier. Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen schöneren Ort.
Wir ruinieren den jetzt. Erstmal die Bäume absägen. Wir brauchen immer noch Eschenholz. Baumfeld. Eschenstamm. Sehr schön. Ich mache den Park hier gleich kaputt. Rinderfelden, Blumen ernten. So muss das. Hey du, die Bäume sind mein Leben. Es sind Lebewesen. Sie haben ein Leben, Träume, Sehnsüchte. Kannst sie nicht fällen. Dafür wirst du bezahlen. Mörderin. Wenn ich höflich frage. Nein, ich mach gar nichts. Ich bin nur. Oh Moment. Ich kenne dich nicht. Was gibt's? Ein Holzarbeiter. Sagst du, ja natürlich suchst du nach mir. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Ja, genieße die Natur. Lade meine kreativen Batterien wieder auf, sozusagen. Und du warst also auf der Suche nach meiner genialen Wenigkeit. Nehme ich an, was brauchst du? Ein Schreibtisch. Oh ja, fantastisch. Sicher, das lässt sich einrichten. Okay, das ist deine Chance. Verbock es nicht. Tief durchatmen. Also, ja, zur Sache. Meine kreativen Batterien sind voll. Sicher. Aber die ganze Natur und die Bewegung und dieses Nachsinnen, das hat meine physischen Batterien leer gemacht. Und bevor ich mir überhaupt Gedanken zu dem Auftrag machen kann, brauche ich ja etwas zu essen. Du weißt schon, Körper und Geist und so weiter. Und also für einen Künstler meines Kalibers darf es nicht etwas irgendwas sein. Muss mir ein auserlesenes Surf und Turf bringen. Ja, das sollte genügen. Oh nein, warum habe ich so ein teures Gericht erwähnt? Was, wenn sie denkt, dass ich es nicht wert bin? Sollte ich mich umentscheiden? Nein, nein, dafür ist es jetzt spät. Ich habe aber so satt, um mich um Heidelbeeren zu ernähren. Worauf hast du noch? Bring mir ein Surf und Turf. Oder sonst irgendwas. Bitte, ich bin am Hunger. Dann können wir über den Auftrag reden. Surf und Turf. Wir pflücken Beeren. Können wir noch einen Baum fällen? Mach nicht das Park kaputt. Sieh nur die ganzen Bäume an. Das tue ich. Mitten auf die Rosen.